Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 361. UFO-Mann spielt Minecraft seit 361 Tagen. Wobei in letzter Zeit kam mir natürlich, was heißt natürlich, sie kam einfach nicht mehr täglich. So, wo haben wir denn eigentlich? Warte mal, ich will mal die ganzen Blöcke, die kommen jetzt mal in diese andere große Blocktruhe. Da hauen wir mal die ganzen Blöcke rein, dass wir hier mal ein bisschen Platz haben. Die Steine. Den Kies. Gold haben wir auch noch. Weißt du, dass wir die ganzen Blöcke mal hier reintun? So. Und dann noch mehr Blöcke? Na, die nicht. Die können wir reinnehmen. Und hier müssen wir noch ein paar Blöcke haben. Ja. Alle hier in die große Kiste, bevor wir nach Pupsdorf fahren, diese Runde. So. Und hier holen wir uns noch ein paar Blöcke raus. Zack. Zack. Seelensand ohne Ende. Cool. Noch. Haben wir gleich eine Truhe voll Blöcke, mein lieber Schwan. Seelensand, das Zeug, das Zeug, das Zeug, das Zeug, das Zeug. Wolle nicht. Wolle lassen wir hier. Irgendwie fehlt mir meine Glücksspitzhacke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich die in Pupsdorf gelassen habe. Habe ich denn jetzt hier? Da habe ich die Behutsamkeitshacke und die Effizienzhacke. Aber nicht die Glücksspitzhacke. Warum sollte ich die denn da gelassen haben? Keine Ahnung. Das ist egal. Lass uns mal rüberfahren. So, auf geht's nach Pupsdorf. Mit unserer tollen Bahnstrecke. So, ich hoffe, dass er jetzt alleine fährt. Kann ich mal zwischendurch einen Schluck Cola trinken. Gleich geht auch die Testaufnahme los mit dem kleinen Alien. Unser nächstes Info-Video. Das wird wahrscheinlich dann schon rausgekommen sein, wenn diese Folge hier erscheint. Da freuen wir uns schon drauf. Aber erstmal werde ich mich hier noch ein bisschen ausrüsten. Alles klar, Schiff machen. Dann fahren wir wieder zurück und dann beende ich diese Aufnahmesession erstmal und dann kümmern wir uns mal um den Server. Das ist doch eine schöne Strecke eigentlich. Bin mal gespannt, ob wir wirklich mit der Strecke noch irgendwann mal in Utopia landen. Jetzt wird er wieder langsamer. Uiuiui. Frag mich nicht, wie viele Blöcke das sind. Und hinab wieder in das Reich der Finsternis. Da sind wir. Na, siehst du, hat doch ganz gut geklappt, soweit. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist meine Glücksspitzhacke hier drin? Das wäre doch echt dämlich, oder? Guck mal, eine Diamant-Brustpanzer. Diamant-Brustpanzer. Achso, okay. Diamant-Helm. Naja. Diamant-Brustpanzer würde ich jetzt erstmal kurzzeitig hier lassen. Wie sieht's denn aus mit unseren Vorräten? Die waren doch schon ziemlich Oh nö, eigentlich nicht so. Ne? Hier ist die Glücksspitzhacke. Nein, das ist nicht die Glücksspitzhacke. Noch eine Diamantschaufel haben wir hier noch. Könnten wir vielleicht reparieren. Na, noch nicht. Noch nicht.
Hier haben wir noch einmal Eisen, die Smaragde, okay. Oh, Sechsen. Oh, da haben wir aber mittlerweile. Mein lieber Scholli. Dann werden wir mal hier noch ein bisschen Zeug aussortieren. Zombiefleisch ist da auch drin. Dann haben wir hier Farbstoff hier noch in der Extrakiste. Hier. So, und hier gab es ja noch, genau hier war noch eine Redstone-Kiste. Da hat sich auch schon einiges jetzt zusammengeläppert. Und wir haben 34 Punkte. Mal gucken, was wir da jetzt mal machen. Hier haben wir ein Zauberbuch. Okay, vielleicht sollten wir mal... Guck mal, hier haben wir eine Eisenspitzhacke. Ist das Behutsamkeit? Hier ist eine ganz normale Diamantspitzhacke. Die haben wir jetzt verzaubert und haben Effizienz, Haltbarkeit drauf. 3 und 4. Genau umgekehrt. Naja. Haben wir noch ein paar Punkte? 4. Können wir nichts mit weitermachen. Damit können wir noch nicht mal was reparieren, wa? Würde ich mal sagen. Können wir die damit reparieren hier? Können wir da noch ein... Nee. Ist irre teuer. Irre teuer. Gut. Na gut, dann lass uns mal wieder runtergehen. Und machen wir diese angegammelte Schaufel, lassen wir mal hier. Achso, das ist eine normale. Achso, ne, dann nehmen wir die mal mit. Die Behutsamkeit, die Haltbarkeit. Warum haben wir denn die Glücksspitzhacke nicht mehr? Ein völliges Rätsel. Wo ist sie bloß hin? Wo ist die Glücksspitzhacke? Wir haben ja 3 Diamantspitzhacken jetzt dabei. Dann würde ich mal die noch hier lassen als Reserve. Das kann man mitnehmen. Die Diamanten lassen wir hier. Ein Sattel. Ich weiß nicht, haben wir einen Sattel eigentlich mitgenommen? Komm, lass uns mal noch einen Sattel mitnehmen. Wir haben ja nicht umsonst so viele. So. Ach so, ja. Jetzt muss ich meine Rüstung mal ein bisschen reparieren. Gucken wir mal. Alles Eisen, wa? Ne, ein Diamanthelm haben wir. Würde ich mal... Wie kann ich den reparieren? Gar nicht, wa? Müsste ich neue bauen. Komplett neue bauen. Habe ich eigentlich hier, guck mal, hier haben wir alte Schuhe. Eine extra Rüstungsdingsbums haben wir nicht, wa? Haben wir hier noch alte drin? Naja, dann machen wir das mal alles neu. Die Diamantdings nehmen wir mit. Okay, guck mal, da haben wir noch Pfeile drin. Nehmen wir die mal auch noch mit. Dann packen wir mal den hier rein und dann noch unseren den hier packen wir auch da rein, damit der nicht wegkommt. So könnte man überlegen, ob man den irgendwann mal repariert. So, dann machen wir uns mal nackig. Guck mal, jetzt seht ihr schon hier meinen neuen Avatar, meinen neuen Skin, den ich mir extra für den neuen Server zugelegt habe. Das soll eigentlich so eine Art Astronaut sein. Werde ich jetzt auch so lassen. Aber im Endeffekt sieht er ein bisschen aus, wie ihr wisst schon wer. So. Dann packen wir das mal weg hier. Die Schuhe auch. So. Gut. Und dann bauen wir uns den ganzen Kladderadatsch mal neu. Machen wir uns erstmal hier Dingsbums. So, einmal Hose. Dann einmal Helm. Einmal Schuhe. Ne, Helm haben wir schon. So, ne, warte mal. Schuhe. Schuhe, Beinschutz, Schuhe, okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Brustpanzer. Wie ging denn der noch?
So. Ein Tiegel? Hier ist ein Brustpanzer, okay. So. Können wir mal das alles anziehen jetzt? Den Helm, den Hosen, Schuhe, Brustpanzer. Hier. So. Jetzt haben wir eine neue Rüstung. Haben uns noch eine Spitzhacke verzaubert gehabt. Schaufel, Axt, Bett. Die Glasflasche, sag mal, wir könnten uns doch jetzt noch einen Trank brauen, weil wir haben noch hier diesen Trankstand. Da gab es ja hier die diversesten Zutaten. Mal gucken, ob wir da irgendwas brauen können. Netterwarzen, Gasträne, Lohenstaub. Oh, sehr wertvoll. So, guck mal hier. Und dann machen wir uns mal hier. Hier haben wir schon drei Glasflaschen drin. Da ist sogar irgendwas drin, aber frag mich nicht was. Gucken wir mal, was wir hier. Nee, da muss jetzt der zum Beispiel die Gasträne rein. Da passiert nichts. Netterwarze. Passiert auch nichts. Spinnenauge. Passiert auch nichts. Da mache ich jetzt irgendwas falsch. Warte mal. Hier muss die Zutat rein. Nee, da können nur Flaschen rein. Können nur Flaschen rein. Und hier muss irgendwas rein. Daraus kann ich keinen Trank bauen, oder was? Schleim. Geht gar nicht rein. Gasträne. Oder muss man die erstmal rausnehmen hier? Nee, es passt hier nicht rein, das Zeug. Ja, passiert nichts. Ich weiß jetzt wieder nicht mehr, wie man braut oder was. Nee, habe ich echt vergessen. Hier muss keiner rein, oder? Nee. Ist hier eine Spinne drin? Wie kommen die überhaupt hier rein? Es ist schon wieder dunkel, schnell schlafen. Werden da unsere Bürger schon wieder bedroht wahrscheinlich. Na, lebt ihr noch? Da oben ist eine Spinne. Ah. So, dann packen wir mal das ganze Gerümpel hier wieder zurück. So, Netterwarzenzeug, das weg. Glasflasche, lassen wir mal hier. Und dann können wir zurückfahren. Mehr gibt es hier jetzt eigentlich nicht zu tun, würde ich mal so sagen. Rüstung ist wieder hergestellt. Weite Landschaft. Tschüss, Pupsdorf. Tschüss, Pupsdorf, kann ich jetzt so nur sagen. Ja, die Fahrt dauert jetzt hier wieder ein paar Minuten. Aber schön ist es trotzdem immer wieder. Wir haben es noch am frühen Vormittag. So haben wir ja nicht allzu viel ausgerichtet hier mit unseren Erfahrungspunkten. Ich würde eigentlich fast glatt nochmal in die Höhle runtergehen. Vielleicht finden wir noch mehr Diamanten.
Ach, siehst du, mein Schwert hätte ich mal reparieren können. Oh, ich. Ich Hubi. Gut. Und da sind wir wieder. Was gibt's denn hier schönes Gold? Ach, guck mal, da haben wir jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Ist ja auch schön. 6 Stück gleich. Naja, warum nicht? Machen wir mal unser Gold hier noch rein. Eisen haben wir jetzt echt ohne Ende. Die Blöcke hatten wir alle weggepackt. Guck mal, hier haben wir doch noch ein Seil. So. Könnten wir eigentlich noch dieses Fleisch hier braten? Bevor das da noch 3 Jahre rumliegt. Und dann, wisst ihr was? Ich gehe dann doch nochmal runter. Was soll der Geiz? Was haben wir hier? Behutsamkeit, Effizienz, das. Essen, okay, Wassereimer. Fackeln ein bisschen auffrischen. Hier können wir noch mehr Fackeln herstellen. So. Ups. So, gehen wir. Warte mal, haben wir jetzt noch irgendwas Unnötiges dabei? Die Kohle können wir uns noch abbauen da unten. Die Eisenschaufel, die brauchen wir jetzt auch nicht. Ist ja, das war nicht umsonst jetzt hier den Kompass. Die Uhr brauchen wir da unten auch nicht. Was schön viel Platz im Inventar haben. Und da unten schön noch Sachen mitbringen können von da unten. Jo, es geht jetzt tatsächlich nochmal runter. Ufo-Mann will es einfach wissen. Weil wenn wir schon mal da, ohne so ewig lange gebuddelt zu haben, die Chance haben. Aua. Und hier in der Ebene 11 sein können. Dann werden wir das doch mal ausnutzen. Da war ja die Lava, wa? Guck mal, hier sind wir doch Ebene 11, wa? Genau. Und hier war das sogar, wo wir die Diamanten gefunden haben, glaube ich. Ja. Hier geht es ja nochmal um die Ecke. Nee, warte mal. Genau, Ebene 11. Na los. Dann aber los. Ein paar Diamanten könnten wir noch gebrauchen, oder? Macht doch immer Spaß. Diamanten abbauen macht immer Spaß. Ja. Guck mal, wie das losgeht hier. Alter Schwede. Da haben wir Eisen, okay. Nehmen wir natürlich alles mit. Und die Steine auch. Für unsere nette Tunnel-Tour. So. Oh, warte mal, stellen wir noch eine Fackel rein. So. Weiter geht's. Juhu. Diamanten wollen wir. Wir wollen Diamanten. Weiter geht's. Ist eigentlich total unwahrscheinlich, dass wir hier keine Diamanten finden. Aha. Ist immer gut. So eine Gegend, wo Redstone sind. Oh. Ja, nimm die mal ruhig alle mit. Gibt's auch wieder schön XPs. Da oben haben wir nochmal Eisen. Ich hoffe, dass jetzt keine Lava von oben runterkommt. Wobei, im anderen Falle wäre ich dann einfach... So. 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 Genau. Kommt mal alle mit. Und hier noch eine Fackel. Und den nehmen wir noch mit. Ja. Und da machen wir mal weiter. Da haben wir Eisen. Ja, die ist auch geil, diese Spitzhacke. Ey, da gibt's gar nichts. Schau mal an, wie schnell das geht.
Oh. Haben wir wieder diese Steine. Was haben wir da? Sand. Ist ja auch sehr eigenartig. Nicht, dass wir uns hier in Richtung End bewegen. Ist ja ein bisschen komisch, dass hier unten noch Sand ist. Da haben wir einen Haufen Eisen. Das werden wir auf dem Rückweg alles mitnehmen. Es wäre doch gelacht, wenn hier nicht irgendwie noch Diamanten kommen, oder? Na? Oder sollten wir mal einen Quergang machen? Gut, dann machen wir mal einen Quergang. Erstmal gucken wir hier noch. So. Machen wir unten mal eine Fackel rein. So. Dann machen wir uns hier einen Quergang. So, wie war das? 2, wa? Genau. So. Dann geht's hier wieder zurück. Haha, gleich Gold gefunden. Sehr schön. So. Fackel. Und weiter geht's. Ja, wir werden doch wohl innerhalb von 5 Minuten hier Diamanten finden, oder nicht? Gibt's doch wohl nicht. Okay. Finde ich schon sehr eigenartig, dass in so einer enormen Tiefe hier Sand ist. Ganz ehrlich jetzt mal. So. Weiter. Na, Gold, okay. Gold ist schon cool. Nicht ohne. Nicht, dass wir nachher noch einen Stack Gold hier haben. Wollen wir gar nicht. So. Lapis, okay. Nicht wenig. Und weiter geht's. Auf der Suche nach Diamanten. Finden wir aber nur Eisen. Nur das Gute. Und gleich ein bisschen Licht noch von der Seite. Ja, guck mal, Diamanten. Die grapsche ich mir jetzt einfach mal. Ohne da lange nachzudenken. Na, schwimmt da noch einer? Da ist noch einer, oder? Nee. Haben wir echt noch Diamanten hier? Wie viel haben wir denn? Ist ja cool. Oh, wieder 4 Diamanten. Cool. So, meine lieben Freunde, wir haben wieder 4 Diamanten gefunden. Vielleicht machen wir einfach mal weiter. Wäre doch mal ganz interessant, wenn man hier vielleicht mal innerhalb von 3 Folgen 20 Diamanten findet oder so. Gut, meine lieben Freunde, das war's wieder. Das war's wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich sage an dieser Stelle, ach so, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und danke vor allen Dingen auch an die Leute, die von Anfang an dabei sind. Meine ganzen Begleiter hier auf meinem Kanal. Und einige meiner mittlerweile über 260 Abonnenten haben bestimmt jetzt hier geguckt. Und denen hat es auch gefallen und die lassen bestimmt auch einen Daumen hoch da. Die vergessen das bestimmt nicht. So als kleines Signal. Hallo UFO-Mann. Wir fanden das gut, was du gemacht hast. So, warte mal nochmal ganz kurz. Bin ich aber ein bisschen ungeduldig hier. Guck mal, es geht auch mit dieser Spitzhacke. Also mit dieser Spitzhacke kannst du wahrscheinlich wirklich in einer halben Stunde. Oh. Oh, was haben wir denn hier für eine Räumlichkeit? Mhm. Hm, da geht's dann irgendwie hoch, okay. Könnten natürlich von oben ein Monster runtergesprungen kommen, wie ich das so kenne.
Jetzt höre ich ja irgendwelche Spinnen, aber die sind natürlich gar nicht da. Weiter geht's, juhu. Mann. So, das reicht jetzt aber, oder? Warum geht's denn hier nicht weiter? Achso, doch. Fackel rein. Mal gucken, ob wir jetzt hier... Ah, okay. Nur ein Stück können wir noch, wa? So, wir werden mal hier an der Stelle jetzt Schluss machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiehö! Danke fürs Zuschauen.